Als erstes geht es um die Frage, was ein Vektor überhaupt ist. Also ein Vektor ist so wie Zahlen ein sehr grundlegendes Konzept in der Mathematik, das auf verschiedenste Arten eingesetzt werden kann. Für uns hier zu Beginn ist ein Vektor einfach ein Zahlenpaar, also zum Beispiel 2, 3. Und diese beiden Zahlen 2 und 3 heißen auch Komponenten des Vektors. Und für Vektoren verwenden wir diese Schreibweise mit dem Pfeil, einfach um festzulegen, dass es sich hier um einen Vektor und nicht um eine Variable handelt. Ein Beispiel für einen Vektor ist hier 2, 3. Das heißt, die beiden Komponenten sind 2 und 3. Und diesen Vektor können wir auch grafisch als Pfeil veranschaulichen. Wir können uns das so vorstellen, wir wollen hier ein Objekt von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt bewegen. Und diese Bewegung können wir eben aufspalten in eine Bewegung in waagerechter Richtung und eine Bewegung in senkrechter Richtung. Und diese beiden Bewegungen oder Verschiebungen sind genau die beiden Komponenten des Vektors. Also der Vektor 2, 3 wird grafisch so dargestellt, dass wir um 2 Schritte nach rechts gehen und 3 Schritte nach oben gehen. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass der Anfangspunkt, die Position von a in diesem Raster nicht festgelegt ist. Wir könnten den gleichen Vektor a an jeder beliebigen anderen Stelle auch einzeichnen. Wir könnten in diesem Gitterpunkt hier starten, 2 Schritte nach rechts gehen, 3 Schritte nach oben gehen und wir haben den gleichen Vektor a an einer anderen Stelle grafisch veranschaulicht. Als nächstes sollen wir hier 5 Vektoren einzeichnen im Raster. Der Vektor b hat die Komponenten 4 und minus 1. Also starten wir an einer beliebigen Stelle im Raster und gehen 4 Schritte nach rechts. Und minus 1 bedeutet jetzt eben, dass wir nicht um 1 nach oben gehen, sondern um 1 nach unten gehen müssen. Also diesen Vektor 4 minus 1 können wir so grafisch darstellen. Beim Vektor c gleich minus 5, 2 ist die erste Komponente negativ. Das heißt, anstelle nach rechts zu gehen, gehen wir beim Vektor c um 5 Schritte nach links. Und die zweite Komponente ist 2, das heißt um 2 nach oben. Und dieser Pfeil ist eine Veranschaulichung des Vektors c. Beim Vektor d sind beide Komponenten negativ, minus 4 und minus 3. Das heißt, wir gehen nach links und nach unten. Dann suchen wir uns eine geeignete Stelle aus, gehen um 4 Schritte nach links, um 3 Schritte nach unten. Und das ist der Vektor d. Bei den Vektoren e und f sind jeweils eine Komponente 0, das kann bei einem Vektor auch sein. Das heißt, dann findet eben keine Bewegung in diese Richtung statt. Beim Vektor e haben wir keine waagerechte Bewegung, aber um 2 Schritte müssen wir nach oben gehen. Das heißt, der Vektor e kann zum Beispiel so grafisch dargestellt werden. Und der Vektor f ist minus 1, 0. Also wir gehen einen Schritt nach links, aber gar nicht nach oben oder unten. Das wäre der Vektor f grafisch dargestellt.